Ja, nochmal nette Grüße, liebe Zuschauer, hier zum JFD Live Trading TV. Kurz vor der Mittagszeit, 11:30 Uhr, sehen wir hier ein Stück weit Bewegung beim Loney, beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der sich hier just mit 39 Pips bislang sehr, sehr zurückhaltend darstellt. Wir haben hier eine durchschnittliche Range, eine Erwartungsspanne so von 84 Pips, 90 Pips. Also da dürfte heute noch ein Stück weit was gehen. Wir hatten auch dazu am gestrigen Handelstag eine Analyse gepostet. Da ging es ja um das große Bild, US-Dollar gegenüber Kanadisch-Dollar, quer im Netz verteilt. Hier die große Big Picture-Analyse in Sachen Untertassenformation. Hier neues Mehrjahreshoch, 1,3064, wichtiges Level etc. Aber auf Tagesbasis leichte Divergenzen im RSI. Hier eben abgeprallt an 1,3064 am vergangenen Freitag und eben die Frage, wie es jetzt weitergeht. Rein technisch könnte es jetzt Rücksetzer geben. Deswegen ganz interessant, weil das Währungspaar eben just hier auf ein neues Tagestief abgerutscht ist, aktuell wieder 3 Pips drüber, aber hier tendenziell sehen wir eine gewisse Abwärtstendenz, die sich hier nicht bestreiten lässt. Und wenn wir diese jetzt mal hernehmen und das Ganze in den heutigen Tag bringen, in den heutigen Wochentag, dann sehen wir hier, dass wir mit 43% positiver Schlusspreise den schwächsten Handelstag der Woche haben. Also rein statistisch hier ein leichter Vorteil auf Südseite vor dem Hintergrund, dass wir natürlich im übergeordneten Bild bullisch sind, wie wir gerade eben auch an der großen Untertassenformation gesehen haben, deuten die Tendenzen auf weitere Tiefs hin, die hier kurzfristig eben Potenzial nach unten versprechen. Also statistisch gesehen sieht das schon mal nicht so verkehrt aus. Zeige Ihnen jetzt auch noch im Nachgang dazu mal die heutige Fuzzy-Vektorlogik auf Tagesbasis, die auch sehr interessant daherkommt. Hier gab es zwar in den letzten 15 Jahren zugegebenermaßen mit 70 oder 69 Erscheinungen bei einer Trefferquote von 72,5% nicht allzu viel, aber eine statistische Tendenz, die eben hier aufsagt, dass das Währungspaar ein Tagestief im statistischen Mittel dieser 70, knapp 70 Pattern von 1,2946 erreichen könnte im Tief. Zudem der ADX hier im Sinne der Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, im Tageschartintervall hier anhand der Barcharts, ganz klar die Regressionskanäle positiv, alles wunderbar, aber kurzfristig vielleicht ein Stück weit überhitzt. Und das zeigt auch hier dieser fallende ADX, der sich sozusagen jetzt hier gegenläufig der Preisentwicklung darstellt. Und das alles in der Summe mit diesem negativen Pattern, dem negativen Wochentag und dieser ADX-Abschwächung erlaubt hier dann doch durchaus einen oder anderen interessanten Move nach unten, sofern es eben auch jetzt dazu kommt. Ein neues Tagestief dürfte hierbei interessant sein oder war es ja bislang. Jetzt müsste nur noch weiter Druck aufkommen. Dann wäre hier das Vortagestief im Bereich 1,2979 interessant und Sie haben es ja an der Fuzzy-Logik gesehen, 1,2945 wäre so ein statistisches Low, was hier erreichbar wäre, wenn hier die Fuzzy-Petty-Logik wieder ein Volltreffer landet. Rein von der Average True Range wäre 1,2959 59, 1,29, 60 rund möglich. Und das sieht ganz interessant aus, wenn man dann eben hier davon ausgeht, dass keine neuen Tageshochs gemacht werden, dann haben wir hier Potenzial von bis zu 45 Pips auf der Südseite, wenn es dazu kommt. Kleinen Wermutstropfen haben wir hier noch am Rande. Es gibt heute wieder News aus Kanada. Und zwar 14:30 Uhr. Und zwar hier Inflationsdaten, Rohstoffpreise und Erzeugerpreise für Juni. Ja, das wird interessant sein. Also hier dürfen Sie sich, wenn jetzt im Vorfeld nichts weiter passiert, auf jeden Fall ab 14:30 Uhr auf eine gestiegene Volatilität beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar einstellen. Rein technisch wäre es zweckmäßig, wenn er schon vorher hier gen Süden abdreht, um sozusagen ein Stück weit diese Prognose, die wir hier sozusagen erstellen, oder die Annahme mehr oder weniger, das auch zu bestätigen. Also wenn jetzt hier neue Tiefs weiter folgen, dann wäre es natürlich vor den News schon zweckmäßig, diese Tendenz einzuschlagen. Zu den News wird letztlich alles gewürfelt. Das kann natürlich auch dazu führen, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier ein neues Vortageshoch macht. Und wenn das passieren sollte, also hier praktisch ein Anstieg über das Vortageshoch hier erfolgt, dann muss man davon ausgehen, dass hier durchaus nochmal die Marke von 1,30 ins Visier genommen werden könnte. Ja, aber die Rahmendaten sprechen ja erstmal dagegen und insofern mal abwarten, was das Währungspaar noch darbietet. In jedem Falle interessant, da noch genügend Range vorhanden und insofern einfach mal Augen auf
beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten an dieser Stelle und wir schalten uns gegebenenfalls je nach Bewegungsintensität vielleicht kurz vor den News hier nochmal direkt in den US-Dollar oder zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, um dann eben ein Stück weit zu eruieren, was denn hier jetzt dann eigentlich los ist. News bzw. News-Events sind für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar immer wieder eine schöne Basis für richtig gute Bewegungen und die sind dann hier 14:30 durchaus zu erwarten, wenn nicht bereits schon im Vorfeld hier weitere Tagestiefs folgen. Bleibt interessant, bleibt spannend. Ich wünsche Ihnen erstmal einen erfolgreichen Handelstag noch und eine gute Mahlzeit. Wir hören uns später, wenn Sie mögen. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.